Hallo ihr Lieben. Ja, ich möchte euch recht herzlich zu meinem Monatsupdate Mai begrüßen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Sonntag, der 26. Mai 2024. Wir haben zwar noch ein paar Tage, aber ich denke mir immer, Sonntag nach dem Mittagessen ist immer eine gute Zeit, das Monatsupdate zu machen, vor allen Dingen, weil ich sehr viel räumen muss. Und dann möchte ich euch gerne zeigen, was ich alles diesen Monat geschafft habe, woran ich gestickt habe, was ich diesen Monat bis jetzt auch angefangen habe. Und zwei Sachen, die ich eigentlich vorigen Monat noch zeigen wollte im Monatsupdate, aber komplett vergessen habe. Ja, so, ich fange mal mit den Sachen an, die ich im Monat April noch gestickt habe und gar nicht im Mai. Also die beiden Sachen, die ich jetzt zeige, habe ich überhaupt nicht im Mai angefasst. Und einmal ist es, ihr kennt es ja, die kleinen Anhänger, diese Pullover-Anhänger, da habe ich einen schon fertig. Da wisst ihr ja, da habe ich ja was Komisches gemacht und ich hatte ja in meinem Jahresplan, habe ich ja gesagt, ich möchte zwei Pullover davon sticken und ich hatte das mit, als ich im April mit meiner Mutter zum Patrick gefahren bin, ne, nach Frankfurt, und ich mache diesen hier mit den kleinen Eisbären. Genau. Ich hatte die Vicky gefragt, Sarah, sag mal Vicky, was wünschst du dir für einen? Und weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, beim ersten Mal habe ich mich dann für ein anderes Modell entschieden. Habe ich gesagt, okay, diesmal darf sie aussuchen. Und ich zeige euch mal das Bild, wie es vorher war. Und so weit bin ich schon gekommen. Also für die Zugfahrt, muss ich euch sagen, war es ein bisschen schwierig. Das ist ja, ich weiß nicht, habe ich die auf 28 Count oder ist es 32 Count? Das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Habe ich hier irgendwo mal einen Plan? Nee, ne? Wo sollte man das dann hier drauf sticken? Ach so, hier sollte man auf 40 Count sticken. Also ich habe entweder 32 oder 28 Count. Aber ich muss sagen, ja, es hat gut geklappt. Und dann gucken wir einfach mal, wann ich das so weitermache. Ich werde nachher auch sagen, was ich mit dem Urlaub nehmen möchte. Ja, mal gucken. So, das ist das Erste. Und ich wurde schon gefragt, wo es denn ist. Und zwar mein Animal Kingdom. Ich werde ja sicherlich immer so eine neue Maske damit ranmachen, dass ihr das immer seht. Und auch, wie es vorher aussah, weiß ich gar nicht, ob ich da sowas hatte. Also wenn, werde ich euch das einspielen. Und das hatte ich, wie gesagt, im Monat April mitgestickt. Das habe ich im Monat April gestickt. Also ich muss sagen, ich freue mich echt. Also es sind so vereinzelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht. Ich will es jetzt aber auch nicht den Fokus ändern. Da können wir ja dann mal
ein Stück mit mir machen, aber ich freue mich. Ich habe jetzt den Pattern Keeper jetzt nicht hier, aber ich habe mir das hier so aufgeschrieben. Ich habe extra so ein kleines Buch, das muss ich noch machen, aber da habe ich mir gedacht, das mache ich, schreibe ich alles rein, wenn ich weiter daran sticke. Also ich habe 0,23% geschafft. Ist noch ein sehr langer Weg. Ja, ich habe jetzt dadurch, dass ich für mich viele Pflichtgeschichten habe, ist das ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Aber ja, um mein Ziel mit 11 Jahren natürlich halten zu können, muss ich irgendwann mal anfangen, daran weiterzumachen. Ne? Ihr wisst ja, 11 Jahre. So, das sind diese beiden Sachen, die ich im Monat April noch gemacht habe. So, jetzt fangen wir mal an mit den ja, Pflichtsachen, für mich Pflichtsachen. Und zwar, ich habe zwar Zeit noch gehabt jetzt, also wie gesagt, heute ist der 26., aber ich wollte unbedingt für das Monatsupdate das alles fertig haben. So habe ich die Woche noch Zeit, an anderen Projekten zu sticken. Und zwar ist das mein Duftflieder von Tokareva. Und dann blende ich euch ja denn auch, wie gesagt, das Bild ein. Ich habe ja die erste Reihe geschafft gehabt und bin jetzt in der zweiten. Und das ist ja die zweite Reihe. Da, das sieht richtig toll aus. Richtig, richtig toll. Und hier, wie das so. Also wenn ich das mir hier so in der Kamera anschaue, rieche ich richtig den Flieder. Obwohl ich ja meine Fliederkerze gerade aus habe. Aber also ich freue mich echt, wenn nachher so die Vase und dann nachher der eigentliche Flieder gestickt wird. Ja. Also meine Pflichtseite habe ich auch geschafft. Nächsten Monat wird es ein bisschen schwierig, weil ich ja erst am 15. ist, glaube ich, der Samstag. Da kommen wir ja erst wieder. Und sicherlich werde ich schon am Samstag sticken, meine Perlen, weil die nehme ich ja nicht mit in Urlaub. Und na, da bin ich dann mal gespannt, weil es sind ja über 70 Reihen nach oben. Da werde ich vielleicht das nicht zum Monatsupdate schaffen, aber man weiß es nicht, ne? Aber zumindest das ist das eine. Alles seine Ordnung hier, ne? So, dann habe ich ja mein Projekt bei meinem kleinen Hund. Und zwar Symbol des Le Jahres. Symbol des Jahres von Tokareva. Und da sticke ich nicht wie angegeben auf 14 Count, sondern ich habe ja mich für 25 Count entschieden von Zweigart. Und ich habe ja zu euch gesagt, dass ich jeden Tag eine Pflichtreihe mache. Dadurch, dass ich ja, wie gesagt, im Krankenhaus war, konnte ich jetzt nicht, habe ich aber nachgeholt. Ich habe dann zwei reingestickt. Gestern habe ich gedacht, ach Mensch, komm, die Vicky stickt ja auch zwei Reihen pro Tag. Stickst du auch mal zwei Reihen? Habe ich dann auch gemacht, damit es ein bisschen, ja, ein bisschen vorangeht. Aber ich muss wirklich sagen, also ihr werdet sehen, ach, das gehört hierhin. Ihr werdet sehen, dass jeden Tag eine Reihe, nur jeden Tag eine Reihe, ich zeige euch das Vorherbild,
wie das aussieht. Guckt euch doch das mal an. Also ich bin überglücklich. Ich bin überglücklich, dass ich das auch gemacht habe und dass ich wirklich dann sage, ich ziehe das so durch und dann habe ich das dieses Jahr fertig. Bei größeren Bildern muss ich gestehen, weiß ich nicht, wie ich es dann mache, weil ich gesagt habe, nach dem kleinen Hund könnte ich gut und gerne ein anderes Projekt machen, wo ich immer mal so eine Reihe oder zwei reinsticke. Ja, was mir jetzt persönlich nicht gefällt, ist das Weiß. Also ich finde dieses Weiß wunderschön, aber es liegt für mich nicht perfekt. Ich werde mal ein Video machen, da kann ich es euch noch mal genauer erklären, was ich meine. Aber ja, gut, von Weitem sieht es gut aus, ne? Ja, von Weitem sieht es gut aus. Und wenn das richtig eingespannt ist im Bilderrahmen, ja. Ja, jetzt will ich das nochmal hier halten. Dann mal, wo bin ich hier? Also ich bin jetzt hier so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar schon die Mitte. Ach, das habe ich jetzt nicht hier. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist das. Ich zeige es nochmal. Das ist, wie gesagt, der kleine Hund, die Pfötchen da unten schon und das Herz. Ja. Und da macht das auch wieder Spaß, weil sonst, ihr wisst, ich hätte das sonst nicht angefasst. Aber so, wenn man sagt, immer nur eine Reihe, gehört das jetzt hier mit dazu, ja. Meine kleinen Klammern. So, das waren die beiden Perlenbilder, die ich mache. Und jetzt kommt mein No Time Like So Present. Das kann ich mir nicht merken. Von Modern Folk Embroidery. Das ist dieses. Da stickt man, das ist ja ein kostenfreies Muster, was man bekommt. Nein, das ist geschwindelt. Entschuldigt bitte. Das ist natürlich nicht kostenlos. Das muss man natürlich kaufen. Aber das kann man downloaden von Modern Folk Embroidery. Die haben auch so andere wunderschöne Sachen, aber. So, und da habe ich, wie gesagt, den Mai fertig. Und jetzt habe ich mir schon den Juni umgekrempelt, aber ich werde ja das im Pattern Keeper machen. Da zeige ich euch mal den Monat April. Und jetzt zeige ich euch den, ach, sieht er das richtig? Ja. Den Mai. Also es stickt sich super. Es stickt sich echt super. Ich habe ja den 16 Kaunstoff, glaube ich, hier von der Mine, wo ich auch mein Temperaturprojekt gemacht habe. Und ich bin hellauf begeistert. Hellauf begeistert. Ja, ich sehe ja immer bei der lieben Rita und bei der Vicky, wie toll das denn mit Perlen aussieht. Aber nein, nein, du machst das nicht noch zusätzlich mit Perlen. Ich sag mal, ein Projekt reicht vollkommen. Und ja. Und weil man halt nur diese zwei Farben braucht, das ist ideal. Ich habe ja noch ein Projekt. Hier mein Zirkus der Kreise, was ich noch nicht weitergemacht habe, aber dieses Jahr auch noch dran kommt. Und da, oh, sorry. und ich versuche es rauszuschneiden, wenn möglich.
Ja. So, und das letzte meiner Pflichtgeschichten ist mein Secret Citalong von Lanard. Heute ist ja Sonntag, es kam Freitag meine Güte, der 12. Part, also zwei sind es dann noch, ist der drittletzte. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr das sehen möchtet. Ich habe vom 12. Part jetzt noch nicht so viel, weil ich erstmal meine Perlenbilder machen wollte. Und das Tempus Fugit. Und hier ist noch ein Faden, aber den will ich nur noch da weiter sticken. Aber ich kann es euch trotzdem zeigen, ne? Also wer es nicht sehen möchte, der macht jetzt bitte die Augen zu. So sieht's aus. Ich kann euch sagen, es ist nach wie vor jetzt im Part 12 Hintergrund. Also es ist tatsächlich noch nichts anderes als Hintergrund. Ja. Na? Also das ist bis hierher geht das. Ich mache das mal so. So. Bis hierher und dann geht das hier so runter, so dass hier noch hier ein Part kommt und dann das obere. Ja. Ich weiß nicht. Also eine Brücke wird es nun leider nicht. Ich muss irgendwie mir ein Bild kaufen mit einer Brücke. Ja. Und keine Ahnung. Achso, da wollte ich ja ein Foto machen. Da wollte ich ja ein Foto machen. So, das mache ich dann nachher. Genau. Da bin ich echt gespannt. Also jetzt die beiden anderen Parts, die jetzt noch kommen. Also das muss jetzt irgendwas anderes sein. Also was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Berge kann ich mir rein theoretisch auch nicht mehr vorstellen, obwohl es auch toll wäre. Eine Brücke ist es nicht. Es könnte noch ein seitlicher Weg sein mit einem kleinen Häuschen so im Hintergrund, aber wir lassen uns echt mal überraschen, ne, was das wird. Also diesmal muss ich sagen, ist es sehr spannend, sehr spannend. Also damals hat man ja schon gesagt, okay, das ist eine Schildkröte, ne? Man hat ja schon den Körper gemacht und dann hatte man den Eisvogel. Gut, da wusste man jetzt nicht, was ist das für ein Vogel. Ne, nachher hat man es denn so mitbekommen, aber das hier, keine Ahnung. So, dann habe ich im Monat Mai ja neue Projekte angefangen. Ihr wisst ja, man kann an Stitchmania teilnehmen. Das ist in Amerika, glaube ich, ja, vor einigen Jahren von jemandem gelesen hatte ich es, aber ich habe es jetzt nicht, ich möchte es jetzt einfach nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob es stimmt. Zumindest war eine, die gesagt hat, sie möchte so viele Sachen anfangen oder wie auch immer und hat sowas ins Leben gerufen. Ja, und dann habe ich insgesamt sechs bis jetzt Neuanfänge gemacht. Ich habe voriges Jahr habe ich noch auf, vom vorigen Jahr habe ich noch ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen auf. Und zwar unter anderem die große Perlentasche. Die werde ich auch. Also ich habe jetzt keine Lust auf diese Perlentasche. Sonst hätte ich gesagt, okay, ich hätte das in dieser Woche. Ich bin ja noch krank geschrieben. Die Perlentasche gemacht. Aber nee, da möchte ich lieber andere Projekte voranbringen. Vor allen Dingen, weil ich mein Châtelaine diesen Monat noch nicht in der Hand hatte. Und ich möchte ab
morgen, heute noch nicht, aber ab morgen, dann an meinem Châtelet nochmal weiter sticken. Und ja, dann nehme ich die Perlentasche halt nicht mit. Winterweit Santa, was ich voriges Jahr, ich blende es euch immer mal ein, ne, damit ihr seht, was es ist. Winterweit Santa werde ich jetzt im Christmas in July, also im Juli, mitsticken. Das Winterchalet, ja, das ist ja das, wo ich die Perlengeschichte dazu habe. Ich weiß aber nicht, ob ich das Winterchalet Kreuzsticken von Luca S., ob ich das erstmal pausiere. Also ich habe es ja schon pausiert ein Jahr lang, aber jetzt erstmal nicht. Den Kaffeesampler von Old Forest Embroidery habe ich jetzt beschlossen, ich lasse es doch auf dem Stoff. Mache jetzt aber auch erstmal nicht weiter. Ja, das sind die Sachen, die vom Stitch Mania voriges Jahr übergeblieben sind. Ich habe am Cinderella Dress habe ich gestickt. Da werde ich euch mal das Foto einblenden. Wir hatten zwar einen Stick mit mir, da habe ich kein Foto gemacht, aber da haben wir ja auch nicht viel gestickt. Da haben wir nicht viel gestickt. Und aber jetzt möchte ich euch zeigen, wie weit ich gekommen bin. Das habe ich schon. Also ich fange ja mit dem Kleid an. Und da habe ich dann hier, ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht. Ich wackele hin und her. Ja, ihr seht das. Das ist, wie gesagt, der erste Teil. Ach, und das sieht so toll aus, die Farben. Ja. Weil das habe ich gesagt, das möchte ich zumindest noch voranbringen. Also hier, ne? Hier, das wird noch interessant. Das sind ja so eine, wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kreuzchen immer so. Die werde ich dann nicht so rüberziehen, sondern dann einzeln vernähen. Weil ich hatte das ja in meinem Toilettenhalter, das ist ja auch ein Stitch Mania Projekt aus dem vorigen Jahr. Da hatte ich dummerweise die Fäden hinten lang gezogen und wenn die Toilettenrollen drin sind, sieht man das. Ja, sonst nicht. Aber wenn die Toilettenrollen drin sind, natürlich, dass das dann der Druck ist, ne? Dann ist das ja nicht so schön. Dann habe ich festgestellt, ich habe rein theoretisch, das muss ich dann irgendwie korrigieren oder so, habe ich ja ein weiteres Projekt angefangen. Das hatte ich in meiner Stitch Mania Reihe, glaube ich, nicht. Und zwar am 9.8. habe ich den Rosenstrauß angefangen zu sticken vom Kooperationspartner One Day Saving. Ja. Das ist eigentlich auch ein Stitch Mania Projekt im Mai. Muss ich denn mal noch mit eintragen? Hier würde ich. Achso, ich muss euch das natürlich zeigen. Ne? Das muss ich euch ja zeigen. Wo habe ich denn hier angefangen? Also hier oben habe ich mit euch ja gestickt. Ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht. Also hinten sieht man, dass ich hier auch noch ein paar Sachen gemacht habe. Gleich noch mal wegen einer anderen Sache drauf zurückkommen. So, das waren die Sachen. Kleinen Moment, mal kurz was trinken. So. So, und dann jetzt meine Stitch Mania Projekte. Ich würde chronologisch anfangen mit dem 1. Mai. Ich finde das so toll, dass das in so einer Tasche drin ist, die auch wunderbar dazu passt. Da habe ich ja noch kein Vorherbild, weil ich habe es ja erst angefangen. Darum wird das andere Bild da dran sein.
Und ja, ich habe mit der roten Königin angefangen. Und so weit bin ich. Ja, so weit bin ich. Wenn ihr mal schaut, die roten Dreiecke, mal das hier, wo ist es? Diese hier, das ist Kreinig. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau seht, aber das ist das Kreinig. Und hier kommen die Stäbchenperlen rein. Aber die habe ich noch nicht gemacht. Erst habe ich gedacht, komm, machst du das mal schon. Aber im Endeffekt, ach, denke ich mir, nee, da müsste ich jetzt die Perlen noch mal raussuchen erstmal. Und ja, das ist, wie gesagt, das der Stand. Ich mache ja dann wieder so eine Infokarte, dann könnt ihr dann auch lesen, mit welchem Stoff ich das gemacht habe. Finde ich persönlich immer sehr schön. So, dann habe ich mein Zettel, ich habe doch alles aufgeschrieben, ne? Dann habe ich am 4. Mai von Nora Corbett meine Garden Party Cake angefangen. Und eigentlich hatte ich schon vor, hier auch die Perlen aufzubringen, aber ja, habe ich gedacht, komm, lässt du erstmal. Und habe erstmal den Kuchen und ja, den Ständer sozusagen angefangen. Da kommt noch was. Und die Rückstiche hier, das ist mit dunklem Kreinig. Ja. Das ist so was Kleines, was auch dolle auffällt. Aber es geht gut voran. Wo ist das? Das ist hier dieses Kreinig. Das ist die 011 HL. Ja, 011 HL. Natürlich. Und ja, lässt sich super sticken. Also ich mache ja nicht viele oder lange Fäden, sondern so ein paar kürzere. Aber ich finde, wenn dann die großen Kristalle und sowas drankommen, also wir werden mal zusammen die, wie heißt das? Die Kristalle anbringen. Ja, also das machen wir mal auf alle Fälle zusammen. Und dann nachher ein Foto machen. Das wird auch noch ein Spaß. So, dann habe ich von All Forest Embroidery am 9. Mai habe ich angefangen, die Zimmerpflanzen. Ihr wisst ja, ich habe ja diese Verpackung gern aufgehoben. Ja, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild habe, wo man, ich muss mal gucken, ob ich das euch einspielen kann. Ich glaube, ich hatte das, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich habe, glaube ich, auch kein, nee, habe ich auch kein Foto. Ich habe es ja dann weitergemacht. Da habe ich ja noch kein Foto davon. Und zwar hatte ich ja von der Mitte angefangen und habe erstmal das Deckchen sozusagen gestickt und die untere Platte sozusagen von dem Blumentopf. Also das stickt sich hervorragend.
Also muss ich euch wirklich sagen, ich habe ja ein bisschen Bedenken gehabt wegen diesem Stoff. Aber und man sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht, das Farbverlaufsgarn von dem Weiß. Also es ist ja alles Farbverlaufsgarn, aber das ist nicht weiß, das geht so ganz zart ins Gräuliche und wird dann wieder weiß. Genau wie oben, das ist so bräunlich, ein helleres, so, also richtig Schmuck. Richtig Schmuck. Wo habe ich jetzt die Nadel? Hier war meine Nadel dran. Okay. Naja. Muss ich mal nachher ganz vorsichtig aufstehen. Na, ich habe die ja eigentlich immer am Needleminder dran. Oh je, oh je, oh je. Naja. Gucken wir mal, wo sie ist. Also wenn ich komische Laute von mir gebe, dann habe ich die irgendwo da, wo es nicht sein soll, ne? So, dann habe ich mein viertes Projekt angefangen. Oder wenn ich jetzt diese Rosen mitnehme, dann kann es auch das fünfte sein. Ist egal, ich sage jetzt erstmal vierte. Und zwar die stickenden Gänse habe ich das genannt. Das ist eine Kooperation von Biggis Kraft. Ihr wisst, ich hatte ja der lieben Vicky diese auch besorgt. Und ja, wir haben gesagt, das könnten wir beide sein. Könnten wir beide sein. Und von daher haben wir gesagt, okay, wir werden das als gemeinsames Projekt machen. Und das hatten wir, wie gesagt, am 12. Mai angefangen zusammen. Ich hatte das dann immer, ich musste ja bezüglich meiner Gallen-OP, musste ich ja Voruntersuchungen machen lassen und hatte mir immer so eine kleine Tasche genommen, so eine A5-Tasche und habe mir das Projekt reingemacht und immer mitgenommen. Und wenn ich dann im Warteraum warten musste, habe ich halt gestickt. Ja. Bin jetzt nicht übermäßig weit gekommen. Also ich zeige es euch erstmal hinten. Also so sieht es von hinten aus. Also hier oben, das habe ich teilweise hier, weil auf der anderen Seite seht ihr nicht viel, weil es ja auf Vordruck ist. Ich drehe es mal rum. So sieht es aus. Hier unten habe ich schon die halben. Also ich sticke ja immer Farbe für Farbe. Und wenn ich die Farbe hier unten als halbe Kreuze sehe, dann mache ich die auch gleich mit. Und ich war ja jetzt zum Fädenziehen und habe hier das Grün. Also habe ich schon mal einen Großteil Grün. Ich glaube, auf der Seite ist dieses hellere Grün alles weg. Und hier ist denn noch das andere. Muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt, also bei diesem Rot und Grün und Gelb und dem anderen Grün, ne, und so, da muss ich nicht gucken. Aber ich muss oft in die Stickschrift gucken, in die Vorlage, weil ich manchmal nicht genau weiß, was es ist. Ne? Aber da könnte ich auch wieder weitermachen. Ne? Das ist. Ich wollte es eigentlich nicht als Urlaubsprojekt mitnehmen. Aber gut, das ist so was ganz Kleines. Ne? Das sind immer die Entscheidungen, die man hier fällen muss. Also, wie gesagt, das sind hier die kleinen Gänse. Das ist so ein niedliches kleines Bild, ist auch sehr, sehr viel zum Sticken. Aber gut, aber gut. So, dann war ich ja, wie gesagt, im Krankenhaus, konnte ich nicht anfangen und nichts sticken und so weiter. Dann habe ich am 21. Mai, habe ich
die Seidenkatze angefangen von Kooperationspartner Paint Zombie. Ihr wisst ja. Und ja, ich muss sagen, es ist etwas schwierig. Ich meine, ich hatte euch ja mitgenommen im Video. Da kam ich gut voran. Aber es ist dennoch schwierig, mit Seidengarn zu sticken. Sag ich euch so, wie es ist. So, das ist das hier. Mal gucken, ob es auch richtig drin ist. Ja. Das ist halt das dunkelbraune. Und das wird dann halt, wie gesagt, die Katze. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier oben auch schon, aber nein. Das ist Vordruck. Okay. Also ich habe nur hier unten gemacht. Ja. Mal gucken, ob man das. Ja, ich sag mal, so ein bisschen, so ein Hauch seidigen Glanz. Also, wenn ich jetzt ein bisschen mehr daran gestickt habe, werde ich mal einen Vergleich machen zum ganz normalen CXC-Garn, ob da jetzt ein Unterschied ist. Jedenfalls, wenn man drüber fasst, ist es auch richtig schön, schön weich. Ja, richtig schön weich. Weil ich hatte mir gedacht, okay, du nimmst diese Seidenkatze mit im Urlaub, weil da habe ich echt Lust und ja, also echt Lust dazu, mit Seide zu sticken. Aber ganz ehrlich, es geht ja mehr um den Zug und im Zug zu sticken und ich glaube, da tue ich mir keinen Gefallen, da tue ich mir keinen Gefallen. Darum werde ich das, wenn ich wieder zu Hause bin, dann wieder mal in Angriff nehmen. So, und als letztes hatte ich ja die Projekttasche Quilt, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Das ist die. Ich habe ja mit der Schere hier angefangen und habe seitdem jetzt nichts mehr gemacht. Also wie gesagt, ich hatte am 24.05., was habe ich gesagt, heute ist der 26. Also ich habe jetzt seitdem nicht mehr dran gestickt. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist diese zwei Scherenteile. Genau. Ich bin gefragt worden, woher ich diese Tasche habe, also im Video. Ich würde es aber jetzt hier auch noch mal alles reinmachen mit sämtlichen Links, dass ihr, wenn ihr sowas haben möchtet, gerne stöbern könnt. Ich würde diese Tasche reinmachen. Es steht von Shepherd's Bush. Shepherd's Bush oder so ähnlich, sind diese Teilchen hier. Und da gibt es ja so viele. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, so eine Mini-Taschen, aber die gibt es momentan nicht. Zum Glück, sage ich mal, weil Kaufstopp ist ja beendet für mich. Und von daher, ja, habe ich jetzt hier, also wie gesagt, ich würde alles, was ich hier habe, würde ich verlinken, da wo ich es gekauft habe. Ja, das heißt nicht, also ich werde auch nicht bezahlt, dass ihr dann über diesen Link reingeht. Es ist nur eine Richtlinie. Ihr könnt ja gerne gucken, wo ihr das woanders findet, auch vielleicht in deutschen Shops oder sowas. Ich habe mich halt, also hier, das gibt es bei Costage Corner, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob Stickteufelchen auch was hat, aber die kriegen, entweder gibt es die Taschen oder dann gibt es diese Projekte hier nicht oder irgendwas war immer. Und darum habe ich gesagt, okay, ich nehme den geringsten Weg und hole mir das bei One to Three Stitch. Dann habe ich alles gleich parat.
So, das war jetzt ein Durchlauf meiner Mai-Projekte, die ich gemacht habe. Dann habe ich habe auch gepaint, ich habe auch gepaintet. Also, das zeige ich ganz kurz mal. Ihr wisst ja, ich habe ja mein Tiger, den hatte ich von Diamond DIY, glaube ich, ne? Diamond DIY, und habe hier oben schon mal schwarz angefangen. Da habe ich schon mal schwarz angefangen, hatte ich dann auch in meinem Koffer, ne? Hier habe ich das alles drin. Ja, und dann habe ich halt am Windspiel, das ist aber noch nicht fertig, weil ich konnte mich bis, ich sag jetzt mal, bis wo die Nähte noch drin waren, konnte ich, wie heißt das, nicht painten. Ich konnte mich nicht so rüberbeugen. Da ging das mit Sticken, ging besser. Von daher weiß ich nicht, ob ich die Woche noch daran painte. Ich weiß nicht, ich möchte so viel machen und nichts, nichts kriegt man so weit fertig. Ich habe auch das werde ich dann vielleicht nächsten Monat austauschen oder hier mit hinhängen oder wie auch immer. Ach nee, hier kann ich gar nicht, habe ich gar nichts. Na, mal gucken. Hinhängen mein runden Mandala. Kirchenfensterbild da, was ich zum Painten bekommen habe. Ja, mal sehen. Mal sehen, wie ich es mache. Dann möchte ich ja mit euch besprechen, was ich in Urlaub mitnehme. Ich bin mir echt, echt unsicher. Also auf alle Fälle, weil ich habe ja jetzt nächsten Freitag und dann noch mal, ich weiß gar nicht, ist das der 7. oder der 8. Juni? Da kommt ja der letzte Part vom Secret Sitchalong raus. Also den werde ich mitnehmen, weil ich möchte das kontinuierlich sticken. Die erste Woche sind wir in Österreich. Da fahren wir Montag los, kommt Freitag wieder. So, darum geht's. Wir sitzen 7,5 Stunden im Zug. Aber das wollte ich. Ich wollte das unbedingt, weil ich möchte die Landschaft sehen. Ich habe gesagt, kommt, den Spaß machen wir uns. Das eine Jahr mit Bologna hat ja nicht funktioniert, da bin ich ja krank geworden. Und jetzt sieht es ganz gut aus. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen noch mal die Reise mit dem Zug, weil ich will so die Alpen, die Berge. Ich sage immer nackt die Berge dazu, also richtig diese Felsen möchte ich sehen. Und darum haben wir gesagt, wir fahren auch nach Österreich ins Stubaital. Ja, und da können wir, oder möchte ich ja im Zug auch eine ganze Weile sticken. Und dann hatte ich mir gedacht, was mache ich? Also jetzt so im Nachhinein habe ich überlegt, dass ich vielleicht doch meine Gänse mitnehme. Dass ich die Gänse mitnehme. Weil da kann man auch nur mit einem Faden so durchsticken. Man braucht jetzt nichts, irgendwie eine Zählschrift oder sowas. Oder meine Rosen. Das ist zwar ein bisschen größer. Also das Seitbild, davon habe ich mich verabschiedet. Ich habe zwar auch noch den Gnom, na, ihr wisst ja, den Valentin-Gnom. Zungenbrecher. Dann habe ich ja die Kerze die Kerze im Glas habe ich ja. Und dann hatte ich ja, glaube ich, die kleine Biene, aber das ist 18 Count. Ich glaube, das war 18 Count, das ist mir zu klein. Also das möchte ich auch nicht so. Es soll entspannt sein, was ich sticke.
Von daher sind so 11 oder maximal 14 Count schon in Ordnung. Was ich auch in die engere Wahl, und ihr seht, das ist schon ein Projekt, was ich schon auch mal vor Jahren angefangen habe. Und ich habe das bei einer russisch oder ukrainischen YouTuberin, ich weiß gar nicht, wie hieß sie denn, eine ganz bekannte, die macht auch immer Unboxing und die stickt halt von Kooperationspartnern die kompletten Bilder. Und ganz ehrlich, also dies ist auch wunderschön, wunderschön. Ja, da habe ich halt nur ganz oben erst angefangen gehabt. Ich weiß gar nicht, habe ich hier einen Zettel drin, wann ich das mal gestartet habe? Oh ja, habe ich sogar einen Zettel. Ich sogar einen Zettel. Am 5. Dezember 21. Am 5. Dezember 21 habe ich das. Und ich glaube, ich nehme das mit. Ja, ich glaube, ich nehme das mit. Schaut mal, also ich habe eigentlich nur das Bräunliche, was ihr hier seht, gemacht. Und ja, ich glaube, das nehme ich mit. Weil ich möchte einfach hier dieses Bild auch beenden. Das ist so schön. Vor allen Dingen, ich habe das dann gesehen, als es fertig gestickt ist. Also das ist wirklich 1:1 diesen Bild hier. Vor allen Dingen, das ist auch, man sieht, das ist kein Bild, sondern das ist eigentlich schon so eine gestickte Geschichte. Ja. Also ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber das werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Weil das kann ich auch richtig knorkeln und dann mache ich das in auch eine kleine 5 Projekttasche. So rum. Ihr wisst ja, ich habe ja mein, wie heißt das? Meine Magnolien. Meine Magnolien sind ja eigentlich das Projekt, was ich mitnehme im Urlaub. Aber ich habe im Urlaub, wie gesagt, nur eine Woche, wo ich persönlich mit Zählvorlage sticken kann. Ja. Und ich habe meinen Secret Stitch Along. Vielleicht nehme ich sogar meine Magnolien mit. Ja, die habe ich da in dem Fach. Könnte ich euch ja mal zeigen. Ich rucke mal vor. Kleinen Moment. Ach, ich habe überall Kästen, Taschen, Schachteln. Alles voll. Hier. Habe ich alles voll. Ach, wisst ihr, auf was ich mich freue? Wisst ihr, auf was ich mich freue? Dass mein Kaufstopp beendet ist. Weil dann kann ich mir, ich zeige es bloß mal so. Ihr kennt ja hier meine Kingdom of Books. Und dann kann ich mir endlich den Hintergrundstoff dazu holen, damit ich das wieder neu starten kann. Da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Genau. Das sind die anderen Projekte. So, und hier. Ah ja, ich zeige es euch richtig, ne? So viel Zeit haben wir. Ich habe sowieso überzogen. So, das sind ja die Magnolien. Da habe ich ja das schon fertig und bin jetzt hier bei diesem. Genau. Ich bin jetzt hier bei dem zweiten. Und das ist auch so was Kleines, wo man sagen kann, okay, das könnte ich auch als Abwechslung sticken. Ja, ich habe von der Mitte angefangen. Weil das ist auch schon so lange. Und eigentlich gehört das in mein Urlaubsprojekt. Das lasse ich hier gleich mal draußen. Also ich glaube, das mache ich auch in einem A5. Da muss ich ja nicht alle Farben und sowas mitnehmen. Ich habe ja hier so,
So ein Riesenpack hier. Ich muss das mal, wo? Ich muss das mal, wie heißt das? Flechten, dass das nicht alles so verfilzt hier. Oder vielleicht nur die Farben nehmen, die ich brauche. Ja, kann ich ja auch machen, ne? Nur die Farben nehmen, die ich brauche. Löst sich schon auf. Ja, dann werde ich das also mitnehmen. Wie gesagt, werde ich mein Secret Stitch-Along. Ich habe ja auch noch mein Tempus Fugit, ne? Nein, nein, nein. Also ich nehme meine Magnolien mit, mein Secret Stitch-Along und vielleicht die kleinen Enten, ne, Gänse, die kleinen Gänse werde ich mitnehmen und das hier. Ja, ich meine, das ist auch wunderschön. Und wisst ihr, da gibt es eine Geschichte dazu. Als ich dieses Video gemacht habe, habe ich von der lieben Rita, liebe Grüße, habe ich eine Info bekommen, dass es auch wunderschön aussehen würde mit Perlen. Boah, da habe ich gedacht, jawohl, das wär's. Aber nein, nein, das mache ich nicht. Obwohl, das würde bestimmt toll aussehen, ne? Aber ich bin da nicht so ein Fachmann. Also ich wüsste gar nicht, was ich da genau für Perlen und damit das so schön schimmert oder so. Nee, da bin ich raus. Aber das wäre natürlich eine super Idee. Ja, eine super Idee wäre das. So, das sind die Sachen und die. Genau, dann kann ich das jetzt mal dahin packen. Ja, meine Lieben, das war im Großen und Ganzen, war das jetzt mein Monatsupdate. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, 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 ganz herzlich für mittlerweile über 1200 Abonnenten bedanken. Ihr seid Wahnsinn. Also ich freue mich dermaßen, dass ich gesagt habe, ich werde eine kleine Verlosung machen. Ich habe mir 5 Projekte ausgesucht. Ich würde jeweils immer das einblenden oder auch unten reinschreiben oder wie auch immer ich das jetzt gleich machen werde. Und zwar habe ich 5 Sachen, die ich euch gerne in die Verlosung packen möchte. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich schreibe aber auch noch mal alles unten in die Infobox, die ganzen Bedingungen und so weiter, dass das Gewinnspiel von mir gemacht wird, also diese Verlosung. YouTube hat damit überhaupt nichts zu tun, ne? Das ist meins und ich habe mir gesagt, ich werde das bis. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich bin ja im Urlaub. Aber wo ist der Kalender? So, dass ich jetzt sage, bis Sonntag, den 16. Juni, ja, bis Sonntag, den 16. Juni, gilt diese Verlosung. Bis dahin, wer Interesse hat, kann gerne das in den Kommentar reingeben. Natürlich noch mit einem kleinen Text dazu, das wäre ganz lieb. Genau, am 16. Bis dahin würde ich halt das drin lassen. Also, ihr wisst, was ich meine, ist die Frist. Und wenn ich dann wieder aus dem Urlaub da bin, bin ich ja denn, würde ich dann die Woche drauf oder so, würde ich dann auslosen. Ja, genau. Und zwar habe ich hier. Das ist ein China-Kit. Und zwar ist das. Ach so, ich möchte natürlich sagen, es dürfen nur mitmachen alle, die 18 sind.
Sollte jemand jünger sein, dann müssen die Eltern entsprechend dann mir schreiben. Ja, also die Person, die sich hier bei meinem Gewinnspiel beteiligt, darf nicht unter 18 Jahre sein. Genau. Ich versende nach Deutschland. Wenn jemand aus Österreich, Schweiz, Niederlande, hallo liebe Gabi, sein sollte, dann ja, würde ich jetzt bis 5 € mitgehen. Ne? Also ich verschicke es ja mit Großbrief. Ich verschicke die ja mit Großbriefe. Hat ja bis jetzt immer super geklappt. Und ja, also für 2,60 €. Ich würde aber, wenn es ausländische sind, würde ich bis 5 € dann mitgehen. Ne? So, als allererstes ist das ein China-Kit 18 Count. Und zwar, fragt mich nicht, ich sage jetzt einfach mal Haus. Dann würde ich euch bitte sagen, dass ihr dann Hashtag Haus schreibt. Der Einfachungsform alle Buchstaben groß bitte. Ja, ich weiß nicht, ob es auch Klein- Großbuchstaben dieses Zählwerk da akzeptiert. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr dieses haben möchtet, ich halte es noch mal näher ran, Haus. Es kann jeder sich auf alles bewerben. Ja, also wenn ihr jetzt mehrere gut findet, dann könnt ihr Hashtag Haus, Hashtag und so weiter, ja, dann immer separat dann mitmachen. Also ihr müsst jetzt keine einzelne, wie heißt das, keinen einzelnen Kommentar machen, sondern einfach dann entsprechend das, was ihr möchtet, dann auch nehmen. Dann habe ich einen kleinen Cupcake und zwar ist der auch mit 18 Count und mit Seidengarn. Also der ist mit Seidengarn, da ist der Stoff drin, Nadelfaden oder Fäden, ne, und die Anleitung alles drin. Den habe ich nämlich doppelt. Und vielleicht hat jemand Lust, auf Seide zu sticken, mal probieren. Es ist nur ein kleines Projekt. Dann bitte Cake, also Hashtag Cake. Aber wie gesagt, das schreibe ich noch mit dazu. Dann habe ich eins, ich meine, ihr kennt es sicherlich vom Original her, aber ach, ganz ehrlich, ich sticke es nicht. Und ich würde es gerne abgeben, wenn einer sagt, okay, er möchte das gerne mal ausprobieren. Hier würde ich dann sagen, Hashtag Mother. Ne, das englische Wort für Mutter. Das ist auf 14 Count. Genau, das ist 14 Count Stoff mit drin. Dann habe ich von derselben Firma damals das genommen, wo ich gedacht habe, ach Mensch, das gefällt dir auch ganz gut. Das ist mit so einer kleinen Quaste. Ich muss mal so lang. Hier hinten ist alles drin. Ihr seht, hier sind auch Perlen drin. Auch zwei unterschiedliche Nadeln für Perlen und für Garn. Vielleicht hat jemand Lust, Interesse, das zu machen. Da weiß ich immer, ich habe schon überlegt, wie ich es nenne. Ich weiß es nicht, wie ich es nenne. Weil es steht auch hier nirgendwo richtig beschrieben. Ich würde es jetzt einfach sagen.
ich nenne es jetzt mal Romantik. Ich würde es aber auch noch mal reinschreiben, Hashtag Romantik. Und als allerletztes möchte ich euch das anbieten von Lanard, die Katze. Hier hinten ist auch der Stoff drin. Das ist ein Kit, das hatte ich mir gekauft, nachdem ich das gesehen habe, dass das als Secret Stitch-Along war. Die haben auch hier diese Katze, die eigentlich auch sehr berühmt ist. Ne? Aber wie gesagt, ich möchte euch die Katze gerne anbieten. Hashtag Katze. Das ist das Kit von Lanard. Da ist halt alles drin. Ne? Stoff. Das ist auf 27 Count. Also kein AIDA. Wer sich da verewigen möchte dran, kann das gerne machen. Ja, also wie gesagt, Hashtag Katze. Hashtag Romantik. Ich schreibe das nochmal hin, wie es, ne? Hashtag Cake. Hashtag Haus. Und Hashtag Mother. Genau. Meine Lieben, da möchte ich mich einfach bei euch bedanken, dass ihr immer jedes Video oder fast jedes Video von mir anschaut, kommentiert, freut mich. Und aber ich sehe halt sehr viele, die halt nur schauen, auch vollkommen in Ordnung. Einen Daumen hoch, das kann man immer machen, das wäre toll. Und ja, da möchte ich mich, wie gesagt, über 1200 Abonnenten halt dolle bedanken. Darum habe ich gedacht, ich mache diese kleine Verlosung als Dankeschön, dass ich euch auch etwas zurückgeben kann. Dann möchte ich mich auch bedanken bei den Zuschauerinnen, die Supers, also dieses Thanks, früher war es ja Thanks, jetzt heißt es glaube ich Supers, mich finanziell auch unterstützen, meinen Kanal weiterzuführen. Und ja, es kommt alles an, alles ist gut und keine Bedingung, auf keinen Fall. Aber ich freue mich halt, wenn ich auch honoriert werde, wenn ich gerade jetzt solche Videos halt mache. Ne? Ja, dann danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Der Monat Mai war dennoch, dass ich jetzt ja 3-4 Tage außer Gefecht war, doch ganz positiv. Mal sehen, der Juni, dadurch, dass ich ja jetzt 2 Wochen Urlaub habe, werde ich die Sachen, die ich mitnehme, sicherlich voranbringen. Aber wir sind ja dann auch ja, viel unterwegs. Ne? Man möchte ja im Urlaub auch ein bisschen was erleben, was sehen. Auch wenn wir wieder nach der Woche in Frankfurt dann noch eine Woche bleiben, ist ja doch immer so, dass wir sagen, wir fahren mal dahin, fahren mal dahin. Abends kann ich nicht sticken, weil ich dann die Lichtverhältnisse nicht habe. Ich nehme jetzt nicht meine Lampen mit. Das mache ich nicht. Und ja, dadurch wird dann, wenn im Juni, sicherlich weniger Videos oder Projekte zu zeigen sein. Aber macht nichts, ne? Es gibt ja dann nachher den Juli wieder und so weiter. Da wird das dann alles schon wieder vielleicht ein bisschen mehr werden. Ja, also ich werde dann jetzt erstmal alles fotografieren. Dann werde ich habe ein neues
kostenloses Programm auf dem Rechner gezogen, wie ich da jetzt alles einpflege. Mal sehen, ob es funktioniert und ihr das Video auch so sehen könnt, wie ich mir das vorstelle. Dann werde ich ja wahrscheinlich heute noch an den Zimmerpflanzen sticken. Da hatte ich heute Morgen schon noch ein bisschen was dazu gestickt. Und dann werde ich mein, wie heißt das? Ein Chatelaine sticken. Und noch natürlich den Secret Stitch Along, ne? Weil der ist ja noch nicht fertig. Der Part ist ja noch nicht fertig. Ja, dann, wie gesagt, möchte ich euch nicht weiter aufhalten. Denn danke ich, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch eine schöne Zeit. Denkt an das Gewinnspiel, wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Eure Stickliesel.